Hallo und herzlich willkommen auf Evo2KTV und herzlich willkommen zu diesem Informationsvideo auf meinem YouTube-Kanal. An allererster Stelle natürlich hoffe ich, dass es euch und eurer Familie und euren Freunden, dass es euch allen gut geht und keiner von euch irgendwelche Anzeichen von Corona hat oder sowas, weil das ist wirklich ganz, ganz wichtig. An dieser Stelle habe ich mich heute auch was auf Twitter gepostet. Ich wollte nämlich einkaufen und muss tatsächlich sagen, dass ich sehr, sehr hoffe, dass dieser respektvolle Umgang, den wir so oder den ich mit den anderen Kunden hatte, mit den ganzen Menschen, die eben in diesem Supermarkt gewesen sind, dass ich wirklich hoffe, dass das auch so bleibt, wenn wir irgendwann diese Corona-Krise überwunden haben, weil das ist das Menschliche, was eigentlich ja normal sein sollte und nicht so diese Hektik, die da teilweise ist, wo du gefühlt vom Regal weggeschubst wirst, weil irgendeiner dann noch was haben möchte oder sowas. Also es ist momentan wirklich ein sehr, sehr mh, anderes Einkaufsgefühl, aber das ist nicht Thema von diesem Video. Ihr habt es gesehen. Der Folgentitel. Ich habe einen Computer gekauft. So, und an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön an den Daniel von meinem Discord, der Mod, der Wesley Malcolm Briggs aus dem Evoverse. Der hat mir nämlich diesen Computer zusammengestellt, weil ich absolut keine Ahnung von PCs habe. Mein letzten Computer habe ich im Jahr 2006 gehabt und dieser Computer ähm, ist dann irgendwann kaputt gegangen. Dann habe ich mir einen Laptop geholt. Habe ich mit 2010 glaube ich nochmal einen neuen Laptop geholt und Mitte 2014, als ich dann studiert habe, bin ich dann auf Mac umgestiegen. So, und seitdem habe ich eigentlich nur Mac genutzt und überhaupt keinen Windows-Rechner. Also ich habe überhaupt keine Ahnung davon von Hardware, deswegen hat der Daniel mir dann was zusammengestellt und hat gesagt, yo, Evo, das ist auf jeden Fall erstmal für die nächsten drei Jahre so super, was du dann hast. Und äh, ich muss auch sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden. Ich habe das Ganze bei Hightech Gaming heißt die Seite, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall Hightech, Hightech Gaming müssen sein, habe ich den bestellt und das hat von Österreich insgesamt mh, was war es montags hatte ich bestellt und freitags ist der geliefert worden. Ich habe noch nie was gehabt, was so krass verpackt wurde. Also diese kleinen Schaumstoffkügelchen, die da eben waren, damit da nichts passiert. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal Langeweile habe, werde ich die alle zählen, weil das war schon Wahnsinn. Auf jeden Fall, falls das jemand von Hightech hier sieht, ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ich kann wirklich jedem diese Seite nur weiterempfehlen. Und äh, ja, das heißt jetzt also für euch, es wird auf meinem Kanal expandiert, um es mal so zu sagen. Ich bin weg von der reinen PlayStation 4 Zockerei. Und ähm, das bedeutet für euch, dass ich jetzt dann auf Twitch richtig durchstarten werde. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, ey Evo, hast du nicht letztens noch gesagt, ja, ich weiß gar nicht, wie das finanziell so werden soll und so, jetzt nach dem Tod von deiner Mama. Das ist auch so, aber ich betreibe ja YouTube, Twitch. Hauptberuflich. Und deswegen, ähm, ich wollte eigentlich dann quasi wieder in die Berufswelt rein, aber ich kann euch wirklich sagen, das ist jetzt. Meine Mama ist jetzt heute exakt einen Monat tot. Und es ist tatsächlich jetzt momentan so aufgrund dieser ganzen Corona-Situation nicht leicht, einen Job zu bekommen. Gerade in dem Beruf, wo ich eben eigentlich zu Hause bin, wo ich mich wohlgefühlt habe. Und deswegen. Musste ich jetzt eben so mehr oder weniger diesen sauren Apfel beißen und ja, jetzt quasi mal ein bisschen aufrüsten. Und ich verspreche mir tatsächlich viel davon. Ich kann euch nämlich auch sagen, es wird jetzt wirklich jeden Tag Livestreams geben auf Twitch. Also guckt mal unten in der Videobeschreibung rein: www.twitch.tv slash 2 k Da ist das alles verlinkt. Und ähm, da wird es auf jeden Fall Euro Truck Simulator 2 geben, weil das ist nämlich ein ganz cooles Spiel, um so ein bisschen mit den Leuten zu quatschen. Aber ganz, ganz wichtig ist das, was ich mir jetzt endlich erfüllen kann. Viele wissen es, wir haben damals auf der PlayStation 4 im Sommer 2018 GTA-RP eingeführt, das Ganze mit Discord. Und da ist man natürlich ein bisschen eingeschränkt, weil man eben die ganzen NPCs nicht entfernen kann. Es gibt keine Mods, die man installiert, installieren kann. Und deswegen. Kann ich jetzt endlich nach so langer Zeit gta RP machen? Ich habe mich auf aktuell zwei Servern beworben. Einmal Lucky 5, der ist allerdings noch nicht gestartet. Da bin ich aber zumindest noch nicht durchgefallen. Also meine Bewerbung ist in Bearbeitung. Alle, die da durchgefallen sind bei diesem Multiple-Choice-Test, die haben nämlich dann schon eine Benachrichtigung bekommen. Und äh, ja, das sieht auf jeden Fall gut bei mir aus. Und dann habe ich mich noch auf dem Server. Ich will jetzt gerade nichts Falsches sagen. Deswegen gucke ich gerade mal. Nicht, dass ich hier jetzt gleich äh, euch Bullshit erzähle. Unity Live, genau, Unity Live heißt der Server. Tut mir jetzt leid, äh, dass ich gerade hier das nachgucken musste. Auf jeden Fall, da bin ich zu einem Whitelist-Gespräch eingeladen worden. Und das werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich sogar heute auch schon dann machen, wenn das irgendwie möglich ist, damit ich wirklich zeitnah ins RP starten kann. Weil ich wirklich glaube, dass RP noch was ist, was gerade jetzt so in der Corona-Zeit sehr gut ankommt. Aber nicht nur eigentlich auch deswegen, weil ich wirklich Bock drauf habe. Ich habe Lust endlich vernünftiges GTA RP zu machen und da wird es dann auf jeden Fall zeitnah losgehen. Einige vom äh, Server oder von meinem Discord haben ja damals auch mitgemacht bei dem GTA RP auf der Playstation und ja jetzt ist es wirklich ebenso der Fall, dass ich mich auf dem PC wage und äh, ja vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen, was ich so sonst noch an Spielen spielen könnte. Also ich habe mir zum Beispiel gedacht, dass ich jetzt bald diesen Football Manager 2020 wird kommen. Dann werden wir uns so ein paar Fun Games holen. Dieses Tabletop, irgendwas, keine Ahnung, wie das genau heißt. Das kostet bei Steam 10 Euro, wurde mir schon gesagt, dass wir es auf jeden Fall zusammen zocken müssen. Also das wird auf jeden Fall kommen und ich freue mich jetzt wirklich drauf, auf dieses neue Kapitel, was dann jetzt hier auf mich zukommt. So, und ähm, was ich halt auch nochmal klarstellen möchte, also alle, die jetzt hier wirklich mal Donations rausgehauen haben, hier, damit sich meine finanzielle Situation ein bisschen stabilisiert. Und auch eben ähm, nicht ganz so, also dass ich wirklich nicht so hohe Einbußen Aber Ich habe ja wirklich zwei Wochen gar nichts gemacht. Und dann hatte ich eine lange Phase, wo ich auch erstmal gebraucht habe, um wieder so einigermaßen normal in dieses YouTube-Business einzusteigen. Das fällt mir heute schwer. Also ich war heute wirklich das erste Mal auf dem Friedhof bei meiner Mutter. Und wenn du dann halt so dieses Holzkreuz siehst, wo so der Name draufsteht, das ist schon, das ist schwer. Also ich kann euch wirklich sagen, das ist für mich auch, glaube ich, ganz gut. Ähm, mit dem GTA-AP, dass ich jetzt wirklich dadurch, weil das ist ja nichts, was man mal so eine Stunde macht, sondern das ist schon zeitaufwendiger, dass ich wirklich jetzt ein Projekt habe, wo ich komplett andere Gedanken komme. Dann kommt natürlich noch dazu, ich zahle ja auch nicht diesen Komplettpreis von dem Rechner. Ich kann das Ganze ja steuerlich noch ein bisschen absetzen. Und daher, ähm, ja, haben sich dann die Kosten doch im Rahmen gehalten, weil das ist ja sowieso. Das ist eigentlich so ein. ein ich habe jetzt Ausgaben gehabt, aber die werde ich auf jeden Fall wieder reinholen. Also von daher ist das. Alles schon so ganz gut. Cool. Auf jeden Fall, ähm, ja. Ich habe mir jetzt auch einen coolen Stuhl geholt. Das wurde auch echt mal Zeit, weil ich auf jeden Fall, äh, ja, den Stuhl, den ich vorhatte, der war eine absolute Katastrophe. Wer mir öfters mal im Stream zugeschaut hat, der hat diesen Stuhl gesehen. Das war einfach so ein gammeliger Campingstuhl, wo ich wirklich gut drauf gesessen habe. Würde ich äh, abstreiten. Aber hier so ein, so ein Gaming Chair, das ist dann doch nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Also ähm, gerade auch so, was jemand wie mich, der sowieso schon eigentlich seit vor zwölf Jahren ein Rückenproblem hat mit der Bandscheibe, ist auf jeden Fall mal eine richtig gute Sache. Kann ich jedem empfehlen, auf jeden Fall. Äh, irgendwann, wenn ihr mal den einen oder anderen Cent übrig habt, euch so einen Gaming-Stuhl zu wenn ihr wirklich viel am Zocken seid. Weil man sitzt eben auch nicht mehr so in dieser, in dieser gekrümmten Position, wie ich das mal gemacht habe. Also ich sitze jetzt wirklich hinten angelehnt. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache und eine gute Investition gewesen. Und ja, falls jetzt der eine oder andere mal ein bisschen sehen will, was jetzt hier wie mein Rechner so aussieht, Cool, guck mal, ob ich da hier hinkomme. Ah, hier, So, das ist das gute Stück. Da kann man auch die LEDs selber einstellen. Ich hatte den vorher in ja so ein bisschen Miami Weiß Style gehabt, und zwar hatte ich den rosa und dann so ein, so ein Türkis-Hellblau, aber dafür habe ich ein bisschen schon Hate bekommen. Das heißt, Hate, das hat sich in. in äh, Grenzen gehalten. Aber ich habe jetzt dann doch mal eine bessere Farbe für mich gefunden. So dieses Orange, was so leicht aufgeht. Und das Blau finde ich schon persönlich ganz cool. Aber im Endeffekt, mich hätte jetzt auch, wenn er diese Funktion nicht gehabt hätte mit diesen LEDs, das wäre jetzt für mich kein Weltuntergang gewesen, weil das ist für mich nur eine optische Spielerei. Aber es war halt in dem Preis mit drin. Konnte ich mal sagen, ich will das nicht haben, um Geld zu sparen. Also es ist auf jeden Fall so mit drin gewesen. Ja. Auf jeden Fall, Leute, das ist so das, was jetzt auf euch zukommt. Es wird natürlich weiterhin jeden Tag WWE 2K20 geben auf meinem Kanal, auf der PlayStation, aber auf jeden Fall wird Twitch-mäßig ordentlich eskaliert. Wie gesagt, Euro Truck Simulator wird auf jeden Fall ein Bestandteil von meinem Kanal werden. Ich habe mir hier sogar so einen, so einen kabelgebundenen Xbox-Controller geholt. Für, keine Ahnung, 25 Euro oder sowas. Das Ding ist super. Ich muss echt sagen, ähm, ich spiele mittlerweile lieber mit dem Xbox-Controller als mit dem Playstation-Controller. Ich finde, der liegt einfach besser in der Hand, aber das ist natürlich Geschmackssache. Sage ich aber auch persönlich als jemand, der wirklich jetzt seit der Playstation 1 regelmäßig Playstation gespielt hat. Aber ja, mir gefällt der besser. Aber wie gesagt, das ist ein Geschmacksding muss nicht jeder so sehen. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Anregungen, dann haut einfach mal in die Kommentare rein. Ich möchte mich auf jeden Fall an dieser Stelle auch nochmal euch ganz, ganz herzlich für diesen ganzen Support bedanken. Für diese vielen aufbauenden Worte, die mich erreicht haben über Instagram, über Discord. Über Twitter teilweise sogar auch ein paar Leute. Und ähm, natürlich ist diese Situation, das ist nicht einfach. Ich sage das immer wieder, wenn mich die Leute fragen: Hey Eo, wie geht's dir so? Den Tod von der eigenen Mutter zu verkraften, ist absolut. Äh, das geht nicht von, von jetzt auf gleich. Das wird lange, lange dauern. Hinweg werde ich nie darüber sein. Bin ich mir einfach sicher, weil dafür hatten wir einfach ein wirklich viel zu gutes Verhältnis, meine Mutter und ich. Und es ähm, ist auf jeden Fall. Der Verlust, der einen definitiv am meisten berührt. Also, ich habe jetzt schon meinen Opa verloren, der ist 2000, mein Opa 2000, ja, doch, im Jahr 2000 ist mein Opa gestorben, als ich im Urlaub war. Der hat mir noch 20 Mark damals gegeben, hier, wo wir kurz bevor wir gefahren sind. Diese 20 Mark habe ich sehr, sehr lange aufgehoben und irgendwann hatten wir, glaube ich, noch für ein Spiel, was ich unbedingt haben wollte, ich glaube, das war sogar ein Wrestling-Spiel, haben mir 20 Mark gefehlt. Da hat meine Mutter zu mir gesagt, hey komm, nimm mir doch jetzt diese 20 Mark und kauf dir das Spiel. Hab ich dann auch gemacht. Ja, und dann ist meine Oma ja 2015, einen Tag vor Weihnachten, gestorben, mit 90 Jahren. Bei ihr muss man halt sagen, äh, sie hatte schwer Krebs gehabt und musste wirklich eine Situation durchleben, die sie absolut nicht verdient hat. Also, weil sie hat nie jemand was Böses gewollt, hat immer wirklich eigentlich gewollt, dass es der Familie perfekt geht. Sie hat jeden Euro gefühlt, den sie hatte, noch übrig hatte hat sie an uns weitergegeben. Wenn ich sie so zum Beispiel, wenn sie bei uns war, habe ich sie nach Hause gefahren und weil ich mich abends noch mit Freunden treffen wollte und es lag sowieso auf der Strecke und sie gibt mir 5 Euro Spritgeld. Das war einfach meine Oma. Sie wollte das. Und, äh, ja, jetzt ist halt so die Geschichte meiner Mutter, das ist dann jetzt auch. Sie wollte auch immer das Beste für uns und, ähm, das kann ich halt auch noch sagen. Meine Mutter hat, das habe ich auch schon mal gesagt im Video, sie hat gewollt, dass ich dieses YouTube-Ding weitermache. Sie, Wirklich jeden Tag geguckt, gerade immer, wenn WWE das neue Spiel rausgekommen ist, wenn sie wusste, jetzt geht es wieder richtig ab. Sie hat jeden Tag meinen Kanal geguckt, sie hat sich angeschaut, wie sich die Abonnentenzahlen entwickelt haben, sie hat geguckt, wie viele Aufrufe die Videos haben, sie hat wirklich Interesse daran gezeigt. Und äh, deswegen habe ich gesagt, hey, auch wenn das jetzt nochmal Unkosten sind, ich werde es auf jeden Fall machen, weil auch gerade, ich meine, es ist mein Beruf du musst halt auch investieren. Ich komme da gar nicht drum rum. Und da ich momentan sowieso nicht arbeiten gehen kann, großartig jetzt irgendwie in den Beruf zurückzukehren, wo ich gearbeitet habe, muss ich diesen Schritt jetzt gehen. Also, weil nur jetzt das mit den Playstations funktioniert einfach nicht. Und deswegen ist das jetzt eben so, dass bei mir auch ab sofort computermäßig Spiele kommen werden auf meinem Kanal. Mal schauen, was da so vielleicht sich gewünscht wird, was ich zocken werde. Also, auf jeden Fall könnt ihr sagen, keine Horror Games oder sowas. Also Friday the 13th, was ich hin und wieder mal auf meinem Kanal gebracht habe. Das ist die absolute Ausnahme, weil ich es halt selber lustig finde, wie ich mich dann teilweise erschrecke. Aber das werden wir auf jeden Fall dann auch mal in Zukunft machen, dass ich das mal mit Facecam dann aufnehme, wenn wir hier so mit unserer Being the Evolid-Gruppe aufnehmen. Mit Daniel, mit, mit äh, dem Clown, mit Tracer, mit Dragon, mit Michi und halt alle, die so dabei sind. Und da habe ich halt wirklich Bock drauf, weil jetzt öffnen sich für mich einfach komplett neue Türen. Ich bin nicht mehr so beschränkt nur auf die Playstation. Ich kann wirklich jetzt alles machen. Und äh, ja, ist einfach schon sehr, sehr cool. Und ich denke auch, heute Abend wird es noch einen Livestream geben. Ich muss jetzt allerdings noch Ebenverse aufnehmen. Ich denke mal, spätestens um 21 Uhr wird es dann losgehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch dann jetzt hier gefallen hat. Und wie gesagt, danke an alle, dass ihr mich so supportet. Das bedeutet mir wirklich eine Menge und äh, gibt halt auch einem ein gutes Gefühl, dass man nicht allein ist. Und das habe ich dann halt auch schon jetzt hier zu meinem Stiefvater gesagt. Wenn ich über diese ganze Situation meiner Mutter, wenn ich da mit Leuten aus der Familie drüber rede, da muss ich sofort anfangen zu heulen. Ich weiß nicht, warum es so ist. Aber wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte, die, eben, die ich noch nie kennengelernt habe, dann ist das ein ganz, ganz anderes Gefühl für mich. Da kann ich viel befreiter darüber reden. Ich weiß nicht, warum das ist. Keine Ahnung. Das ist irgendwie so eine ganz, ganz komische Art von Trauerüberwindung. Ich kann es wirklich nicht erklären. Auf jeden Fall, wir sind dann jetzt am Ende von diesem Informationsvideo angekommen. Ich bedanke mich dafür, dass ihr hier reingeschaut habt. Wünsche euch dann jetzt allen noch einen schönen Tag. Bleibt auf jeden Fall gesund. Wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Video und ciao!